Seth Rollins und William Regal waren bei der PWG Indie Wrestling Show Backstage anwesend und sahen sich die Show am vergangenen Wochenende an, um neue Talente zu entdecken und zu scouten. Ein Auge warf William Regal vor allem auf Ricochet, aka Prince Puma, und Cage, die beide bei Lucha Underground sind. Dolph Ziggler ist mit Lana noch immer für eine Fehde gegen Rusev und Summer Rae geplant und wird nach seiner Storyline-Verletzung im kommenden Monat vom Filmdrehen wieder zurückkommen, also im Laufe des Augusts, um das Match zum SummerSlam hin aufzubauen. Vince McMahon empfindet Tough Enough als äußerst wichtig und begab sich persönlich zu den Tapings diese Woche, begleitet von Kevin Dunn, um sich über die Produktion und andere Belange zu informieren. Natalya trainiert zurzeit in einem UFC-Trainingsprogramm ihre MMA-Techniken, die ihr auch im Wrestling vielleicht weiterhelfen könnten. Im Gegenzug hilft sie den Four Horsewomen, unter anderem also auch Ronda Rousey, dabei ihre Wrestling-Skills zu verbessern. Das heißt wohl, dass die vier MMA-Fighter irgendwann vorhaben, zu wresteln und ins Wrestling einzusteigen. Curtis Axel und Damian Sandow werden ab sofort nicht mehr im Hulk, Hogan und Randy Savage Modus auftreten, sondern sind zu ihren alten Gimmicks zurückgekehrt. Das ist auf den Rassismusskandal von Hulk Hogan zurückzuführen. Nähere Informationen dazu findet ihr in der letzten News-Ausgabe. Der Skandal um Hulk Hogan hat die WWE bereits jetzt 50 Millionen US-Dollar gekostet, da die Aktie wegen den Aussagen Hulk Hogans um 4% gefallen ist. Hulk Hogan muss bei Tough Enough ersetzt werden und wird eventuell von Ric Flair oder Bret Hart hierbei vertreten. Was Kevin Owens angeht, so ist es möglich, dass er den US-Title von Cena in einer Open Challenge der nächsten Wochen bei Raw gewinnt und damit dann den Titel in Richtung SummerSlam gegen Cesaro in einem Match aufs Spiel setzt. John Cena wird dann vermutlich gegen Seth Rollins um den WWE World Heavyweight Championship beim SummerSlam antreten und diesen laut Gerüchten auch gewinnen, um die Raw-Ratings wieder nach oben zu treiben, mit Cena als Champion. Für Seth Rollins würde nach Vermutungen eine mehrmonatige Fehde mit Kane warten nach dem Titelverlust und Kane würde damit als Masked Monster zurückkehren. Diese Fehde wird vermutlich bis Hell in a Cell gehen und in einem Hell in a Cell Match ihr Ende finden. John Cena hat Backstage sehr viel Mitspracherecht und will jungen Talenten die Chance geben, durch Fehden mit ihm Aufmerksamkeit zu erlangen. So setzt sich Cena für eine Fehde zwischen ihm und Finn Balor ein, sollte dieser wie geplant Ende 2015 debütieren. Chris Jericho soll bekanntlich kein Freund von den WWE-TV-Einsetzungen mit ihm sein, weswegen er nur House-Shows workte in letzter Zeit. Die WWE hat ihm dennoch jetzt ein Angebot für eine Mini-Fehde für den SummerSlam unterbreitet. Jericho soll bereits in den nächsten zwei Wochen bei Raw auftauchen. Tut er dies nicht, hat er das Angebot vermutlich abgelehnt. Rey Mysterio war bei der Londoner Comic Con und sagte, dass die WWE und er sehr gut zueinander stehen. Es gab nach seinem Abgang keinerlei Konflikte oder Streitigkeiten und die Türen der WWE stünden weiterhin für ihn offen. Ebenfalls sagte er, dass es durchaus möglich ist, dass er zur WWE zurückkommt in kommenden Jahren. Zurzeit wrestelt er ja in Mexiko und wird vermutlich auch bei Lucha Underground für die zweite Staffel erstmal unterschreiben. Die Fehde zwischen Stardust und Arrow könnte am 10. August bei Raw aufgegriffen werden, weil dort Arrow auch vor Ort sein soll.